wieder schwimmen. Hey Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. Ein herzliches Willkommen heißt euch euer Trendsec am Mike. Herzlich willkommen zu Uncharted 4 und zu einer brandneuen Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei seid. Ganz lieben Dank, kann ich immer nur da wieder sagen, für euer cooles Feedback auf die Folgen und für eure vielen Daumen. Ganz lieben Dank dafür. So, heute geht's weiter hier mit unserer hübschen Elena auf der Suche nach Averys Schatz. So. Und ich befürchte mal, wir müssen wieder ins Wasser. Kommen wir. Oh, 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 oh. Die Strömung ist stark. Geh mal wieder hoch da. Ich schätze mal. Hier hoch. Nee, das macht er nicht. Da. Nee. Macht er nicht. Da hinten müssen wir irgendwie. Können wir da nicht ranspringen? Hey, das hier sieht wie ein Weg aus. Die Strömung ist zu stark. Nee. Wird nix. Wir müssen irgendwie anders rüberkommen. Oh, mein Schatz, du weißt immer so coole Wege hier. Momento. Wo ist die jetzt schon wieder hin? Hier sind wir reingekommen. Das sieht wie ein Weg aus, sagt sie. Da geht's auch nicht. Schluckiputz, machst du Leiter oder? Ne, da kommen wir trotzdem nicht hoch, ne? Nö. Räuberleiter wird hier auch nicht helfen. Da kommt sie auch nicht hoch. Da rüber springen. Jo, das geht. Ha! Und. Nee. Warte, ich bin runter. Ja. Genau. Nur reiß dich zusammen, Nate. Oh! Jawohl. Okay. Gern geschehen. Danke dir, Schatzi. Ich meine. Schon okay. Ich nehme es mal als Kompliment. Solltest du auch. Nu, komm. Ah, wir müssen wieder an die. Nee. Etwas Wasser geschluckt. Nee, das war nix. Okay, nochmal das Ganze. Sehr lustig. Nein, du sollst. Lass los. Du sollst da hinten hochgehen. Das geht nicht. Verdammte Axt. Ah, da komme ich da nicht rum. Ich muss so. Ja. Jetzt geht das. Okay. Nochmal. Das Ganze nochmal.
die Frage jetzt. Ne, das geht nicht. Wo muss ich jetzt ranspringen? Er geht ja da oben nicht ran, scheinbar. Nee, das ist... Das geht nicht. Moment. Nee. Ah, verdammte Axt. Nein, ich muss wieder hier und dann ein kleines Stück weiter vor. Hoch, 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 hoch. Genau. Da sind wir wieder zu weit. Irgendwas ist hier... Irgendwas machen wir hier noch falsch. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich da sonst ran soll. Ah, diese blöde Strömung. Er kann auch nicht werfen und nix hier. Wir müssten eigentlich da hinten an diese Holzdinger ran. Ah, nein, jetzt ist er da wieder. Ah, verdammt doch, jetzt haben wir's. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, genau. Wir müssten jetzt hier. Oh, lass bloß nicht los. Und hier hoch, genau. Yes! Geschafft. Endlich. Ich finde einen Weg für dich. Zu schwer. Das ist klar. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Hier, den können wir runterschieben. Das sollte gehen. Okay, weg da. Am besten stellst du dich genau da unter. Oh, 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 oh. Okay, gut. Oh, komm. Komm, Schatzi, kriegst einen Kussi. So. So, jetzt aber. Sauber. Okay. Weiter geht's. Oh, da haben wir was. Sieh mal. Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Was für ein schönes Haus, ne? Hier kann man durch. Wow. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Gibt's noch was zu essen? Wir sind ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Helena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Vergiftet, ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... Vergifteter Wein. Miese Drinks? Mhm. Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben.
und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tu. Wollen wir wetten? Thomas Tu, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tu laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, Tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Das Mal des Schreckens. Eieiei. Aber nicht, bevor ich mich hier nicht noch ein bisschen umgeguckt habe. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Schatz. So. Für die Nachwelt. Nix. In so einem... Also einen spektakulären Ort. Nix. Okay. Alles klar. Dann. Lass es uns tun. Komm her, Babe. Oh, nicht so weit. Wo müssen wir jetzt lang? Baby. Hier. Hey, hier hoch. Langsam. Sei vorsichtig. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Nein! Schitte! Das war nicht weit genug rüber. Ich muss ein bisschen weiter rüber gehen noch. Ja! Wunderbar! Da ist er, unsere Süße. Hier einmal rum. Die ist schon oben. Die ist so keck, die Frau. Unfassbar. Hey. Knackig und sportlich. Ja, ich sehe ihn. Tatsache. Hat die Augen offen, ja? Wo jetzt lang?
sprach Zeus. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Endlich! Henry Averys Haus. Die Taschenlampe wäre gut. Hier muss es ja Schätze ohne Ende geben. Ein oller Pirat. Boah, was für ein Palast. Wort des Tages. Pompös. Warum hat der Thomas Two nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Das geht sogar noch. Der Burner. Da unten geht's weiter. Nee. Lass mal runter. Wow, was für eine Butze. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn wir hier Munition finden, dann gibt es bestimmt eine Schießerei. Oh. Noch mehr Kaliber. Oh, oh, oh. Und wo sind jetzt die Shoreline? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach dann keine Witze. Mehr Fußspuren. Bingo. Und jetzt? Bitte. Hey, Spuren führen durch diese Tür. Mist, die wird von der anderen Seite. Geht natürlich wie immer nicht auf. Es sei denn, sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Oh, zugleich. Oh. Oh, oh. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Oh, Schiete, wie viele sind das denn? Man den denn töten? Ach du Shit. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Das war's. Den haben wir überhaupt keine Chance hier. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wie soll ich den denn töten?
Nun lass doch los, Mensch, was machst du denn? Du bist schon wieder fast tot hier. Oh, jetzt kommt er von da. Und nun lauf doch. Hallo, was machst du denn? Wieso laufst du denn nicht weg? Ja, da ist. Nimm das Gewehr. Oh, renn weg, renn weg. Der Idiot immer erst stundenlang nachladen muss. Unfassbar, echt. Runter, weg, 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 weg. Geh hoch da, geh doch hoch da. Ja, ja, ja. Genau, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verschafft hier. Du steckst in der Scheiße! So, gib nochmal seine Wumme. Oh, komm, 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 gib mir! Wow, wow, wow! Runter, geh runter, geh doch runter! Ach nein, was ist das denn für ein Idiot? Also, das gibt's doch gar nicht. So bescheuert kann sich doch kein Mensch verhalten. Wieder tot. Oh, dieser... Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Oh, wow, wow. Mann, lauf, 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 lauf. Lauf. Das ist doch nicht mehr normal hier. Da hast du ja überhaupt keine Chance. Lauf doch weg! Was machst du denn? Oh, das gibt's doch wohl nicht. Nimm das Gewehr, nimm das Gewehr! So. Jetzt geht der oben dran. Den haben wir, Kopfschuss.
in der Scheiße! Dann noch ein Juggernaut, das gibt's doch nicht. Zwei Juggernauts jetzt schon. Da. Mein Gott, das ist doch nicht zu fassen. Gib mir mal seine Bombe. Wo ist denn die Sau? Da. So. Oh, alter Schwede, was ist hier los? So. Jetzt habe ich eine vernünftige Wumme hier. Alter Schwede, was geht hier ab? Mann, was macht die denn? Ist sie blöd oder was? Mach den noch kalt, den Typen! Ah. So, erholen, erholen, erholen. Da oben. Alter Schwede. Das ist ja Battlefield. Das ist Battlefield. Das ist kein Uncharted mehr hier. Die Wumme. Gib mal, der hat eine coole Wumme, gib mal her. Drecksäcke. Was ist hier los? Krass, voll der Krieg hier. Ne, ich nehme lieber die Forza. Da sind noch mehr Granaten. Kann er noch mehr aufnehmen? So. Wow. So. Lad mal durch hier. Okay, weiter geht's, Baby. Jetzt aber. Okay, dann los, bereit? Da ist er. Doc Avery. Ist er das? Was ist das? Ein Brief. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Dankeschön. Danke. So, meine Lieben.